weil, also ich denke mal nicht, dass einer geboren wird und so ein Gen Aggression in sich hat, aber ich denke, es hat sehr viel was mit dem sozialen Umfeld zu tun und wie die Hintergründe sind, also wie die aufwachsen. Zum Beispiel bei mir war es halt so und bei den anderen glaube ich auch, dass man, seitdem man klein ist, halt beleidigt wird, du Schwarze, wie du aussiehst, du kommst aus Afrika, woher kommst du, sag mal deine Sprache und so. Also man wird halt von klein auf beleidigt und ich glaube, das staut sich halt alles auf und wenn man halt in einem, also jetzt, wir sind ja alle so 13, 14 und so, und wenn es dann halt in so einem Alter immer noch weiterhin gesagt wird, also explodiert es halt und auch wenn man es nicht will, es kommt einfach. Das Leben prägt einen ja auch und wenn man aufwächst und weiß nicht, vielleicht jetzt von den Eltern geschlagen wird oder sonst überhaupt immer Aggression erlebt hat, vermittelt, also kann ich mir vorstellen, dass man sie auch auf irgendeine Art und Weise dann selber an andere Leute vermittelt und dann auch aggressiv wird, ohne das jetzt vielleicht bewusst zu machen, aber einfach nur, weil man das nicht anders gewohnt ist. Ist halt so, also man wird aggressiv halt, wenn jemand einen so beleidigt, dass es einem auch wirklich wehtut. Und die sollten dich auch mal fühlen, wenn man das Gleiche mit dem macht, dann wissen die auch ganz genau, warum man aggressiv wird. Weil was ich halt manchmal nicht verstehe, warum die immer einen provozieren wollen, dass wir so richtig ausrasten. Weil ich finde es halt nicht okay. Und wenn man das dann mit dem macht, dann wissen die auch, wie wir uns fühlen, wenn die uns halt so richtig beleidigen. Bei uns ist halt meistens so mit der Hautfarbe und sowas. Und ja, die sollten halt wissen, wie wir uns fühlen, wenn die in unserer Haut so halt stecken. Also zum Thema Schule gerade, ich bin ein Abi und bei uns ist gerade rausgekommen, ist auch was, was mich gerade so übertrieben aufregt. Einfach nur, dass bei uns in der Schülerakte steht hinter jedem Schüler, der einen Nachnamen hat, der ausländisch klingt, NDH. NDH steht für nicht deutscher Herkunft und es wurde eingeführt, um an Schulen, wo ein besonders großer Anteil von NDH-Schülern halt ist, dass die zusätzliche Lehrerkräfte bekommen zur Sprachunterstützung dieser Leute und das finde ich auch schon wirklich heftig, wenn man nicht davon ausgehen kann, dass Leute, die nicht deutscher Herkunft sind, kein Deutsch sprechen. Das finde ich krass und ich finde, das kann man nicht so verallgemeinern. Sollen die vielleicht einen Sprachtest machen oder weiß nicht was? Und ich finde, selbst bei solchen Sachen fängt Diskriminierung schon an, weil nur weil ich einen ausländischen Namen habe, heißt es ja noch nicht mal, dass ich nicht deutscher Staatsbürger bin. Also wenn wir mit anderen Streit haben, also früher war das so, wo ich auf einer anderen Schule war, da hat die Lehrerin die beschützt, die gut in der Schule waren. Und die anderen nicht. Sie hat die anderen meist bestraft. Also die Lehrer sind auch... Ja, also ich habe vor kurzem noch einen Tadel bekommen. Ich bin reingekommen, wir haben halt das Thema behandelt, halt Diskriminierung und sowas. Und da wollten sie halt natürlich wissen, wie es für mich ist, weil ich die einzige Schwarze in der Klasse bin. Habe ich halt so alles erzählt und sowas, halt, dass es scheiße ist und so. Und ja, dann meint er so, ja, ihr verdient es ja nicht anders, ihr kommt in unser Land rein und halt so, man wurde beleidigt und ich meine, da kann man nicht einfach sitzen und sagen, ja, sie haben recht und so, weil er weiß ja nicht, warum wir nach Deutschland gekommen sind. Wir haben uns ja nicht ausgesucht. Ich denke mal, dass unsere Eltern wollten, dass wir halt eine bessere Zukunft haben. Diese ganzen Diskriminierung überall, ob es in der Schule, ob es auf der Straße, zu Hause oder sonst irgendwo ist. Und ich meine, ich denke mal schon, dass es auch dann irgendwann halt dann irgendjemanden zum Höhepunkt dann so bringt, wo er dann sagt, okay, jetzt stopp und dann platzt halt die Bombe so gesehen.